Hallo, liebe Camper und Camperinnen. Einen schönen Gruß von den Wischis. Wir wollen am Wochenende mal wieder zum Doktorsee. Eigentlich sollte Doktorsee in Flammen sein, aber wegen der Inzidenzen und so fällt das leider ins Wasser. Aber egal. Es wird trotzdem schön. Wir machen es uns schön bis Sonntag. Und melden uns dann nochmal. Willst du noch was sagen? Ich bin sprachlos. Wie? Das ist gut. Das ist immer gut bei Männern. Also macht's gut, bis nachher. Ciao. Tschüss. Hallo, liebe Camper. Wir sind nach Rinteln gefahren. Dort liegt der Doktorsee. Das sind nur ungefähr 60 Kilometer von uns entfernt. Wir hatten uns da in Anführungsstrichen eingebucht, da eigentlich geplant war Doktorsee in Flammen. Das wurde aber aufgrund der Corona-Vorgaben dann abgesagt. Wir sind dennoch hingefahren, das Wetter passte und haben uns gesagt, so kommen wir wenigstens mal raus zwischendurch, weil das ist ja derzeit ein bisschen schlecht. Wir sind dann also über die A2 gefahren, dann fahren wir die A2 ab. An Rinteln fährt man dran vorbei, man muss nicht durch Rinteln durchfahren. Man umfährt es. Hier sind wir dann schon im Prinzip auf der Zufahrt zum Campingplatz Doktorsee. Und ich habe mich entschlossen, diesen Bericht ruhig zu machen, da es so ein paar kleine Veränderungen gegeben hat und wir außerdem diesmal in einer Ecke sind, wo wir bisher noch nicht gewesen sind am Doktorsee. Denn dieser Campingplatz ist von der Fläche her durch den See natürlich verhältnismäßig groß. Links haben wir die Anmeldung. Wir fahren rechts auf den Parkplatz, der ist umgestaltet worden. Hier rechts sehen wir jetzt längere Stellplätze, die es früher in dieser Form hier nicht gab. Die sind angelegt worden, damit die Leute, die mit dem Wohnmobil kommen oder mit dem Caravan, sich dort hinstellen können, um die Anmeldung dann vorzunehmen. Das ist sehr gut gelöst so. Früher war das angelegt wie ein normaler Parkplatz und mit längeren Fahrzeugen war das dann schon wieder eine Rangiererei. So ist das eine ganz tolle Lösung. Kann man einfach nur sagen, gute Idee, die ihr da hattet. Ja, wir haben uns angemeldet, da haben wir die Rechnung, dann bekommt man noch mit diesen Ausweis für die sogenannte Feriencamper, also die nur vorübergehend da sind. Wenn man das Gelände verlässt, kann man diesen Ausweis mitnehmen, damit man den dann vorzeigen kann, um wieder aufs Gelände zu kommen. Wir müssen zu einer anderen Einfahrt fahren, die liegt mehrere hundert Meter weiter die Straße runter. Wir fahren also an der Anmeldung wieder los, fahren der Straße entlang. Das sind 300-400 Meter, möchte ich mal sagen, sind es bestimmt. Dort ist eine weitere Zufahrt. Da befinden wir uns jetzt. Unser Kennzeichen vom Wohnmobil ist eingegeben worden. Wir fahren auf die Schrankenanlage zu. Das Kennzeichen wird abgelesen und wir können durchfahren. Ja, mich fasziniert das ja immer so ein bisschen, auch in diesem Fall. Wir fahren also auf der Straße in Niedersachsen und links die Campingwagen stehen in Nordrhein-Westfalen. Ist im Augenblick natürlich von Interesse, weil auf der Straße können andere Vorschriften gelten als dann in Nordrhein-Westfalen aufgrund der Corona-Vorgaben. Da sind die Länder ja ein bisschen flexibel, der eine macht so, der andere so. Wir haben unseren Platz im Prinzip schon erreicht, haben uns sehr gefreut. Es ist ein großzügiger Platz. Ich kann da rückwärts gut draufsetzen. Ich denke mal, der hat eine Tiefe von ungefähr 15, 16 Metern. Meiner Meinung nach sind da zwei kleinere Plätze in diesem Bereich zusammengelegt worden. Das erklärt auch den Stromanschluss. Der liegt ja mittig in dieser Reihe und das wäre ja ein bisschen ungewöhnlich. Ja, Silvia hat natürlich gleich erstmal wieder Kontakte geknüpft, nachdem sie ausgestiegen ist. Das dauert bei ihr immer nicht lange. Hier links rüber der Schwenk zeigt das Sanitärgebäude 7. Es gibt insgesamt 9 Stück auf dem Campingplatz. Und da wir jetzt einmal daneben sind, stelle ich jetzt erstmal dieses Sanitärgebäude vor. Ich konnte feststellen, dass es unterschiedliche
Ausstattungen gibt. Nicht alle sind saniert. Es gibt hier und da noch ein Sanitärgebäude, was auch ein bisschen älter ist, was man sicherlich auch irgendwann mal überholen muss. Hier eine der Hinweistafeln, die gibt es dort ausreichend auf dem Gelände, sodass jeder eigentlich das finden kann, was er sucht. Das war eben zum Geschirrspülen, wird jeder erkannt haben. Hier geht es rein in den Sanitärbereich für die Herren. Draußen gibt es schon ein paar Erklärungen. Man kommt rein und trifft natürlich aufgrund der Corona-Regeln immer wieder auf diese Hinweisschilder, wie sich zu verhalten ist. So, dieses ist der Bereich mit den Duschen. Die Duschen sind ausreichend groß. Wer duschen möchte, benötigt eine Karte. Da ist ein Guthaben drauf. Diese Karte haben wir nicht genommen. Man hinterlegt Pfand, das wollten wir uns sparen, dass wir bei der Abreise da nochmal wieder anhalten müssen, um die Karte abzugeben, da wir ja die Möglichkeit haben, bei uns im Wohnmobil zu duschen. Und von daher gesehen war das für uns mit der Karte nicht so interessant. Hier, wo der rote Punkt ist, wird diese Karte eingeklemmt und dann funktioniert die Dusche. Da sind bestimmte Zeiten drauf, die man in Anführungsstrichen abarbeiten kann. Ja, ein bisschen weiter hoch gibt es die Toiletten. Man sieht es. Es ist sauber. Es hängt eine Liste aus, wann dort gereinigt wurde. So wie ich das sehen konnte, war das dreimal am Tag. Ich muss sagen, mir ist auch aufgefallen, dass die Firma, die die Reinigung dort in den Sanitärgebäuden vornimmt, bereits um 6 Uhr das erste Mal unterwegs war, so dass, wenn die Leute aufstehen, eigentlich morgens zumindest schon mal die Sachen in einem sauberen Zustand vorfinden. Außen am Gebäude entlang geht es dann zu der Möglichkeit, seine Chemietoilette zu entleeren. Ist in Edelstahl und auch einigermaßen sauber. Man muss sich also nicht ekeln, wie es bei manchen ja vorkommt. Es ist hier nicht der Fall. Wir sind auf dem Gelände dann mal zu Fuß unterwegs gewesen. Für die sogenannten Feriencamper, das heißt die, die nur vorübergehend da sind und keinen Dauerplatz haben, gibt es mehrere Bereiche auf dem Campingplatz. Die kann man erkennen, wenn man nochmal die Karte sich anguckt, die ich vom Platz eingeblendet habe. Hier gibt es dann einen Griechen in diesem hinteren Bereich. Im vorderen Bereich ist ein Italiener. Man hat also zwei Gaststätten dort vor Ort, wo man sich dann zum Essen verabreden kann oder eben auch alleine mal sitzt. Hier ist einer der Wasserzugänge. Dies ist einer der offiziellen Strände. Hier gibt es dann einen Hinweis, dass Hunde dort nicht erwünscht sind. Man kann schön über den See blicken. Wer auf der Karte genauer hingeguckt hat, musste feststellen, das sind eigentlich zwei Teilbereiche mit dem Doktorsee. In dem hinteren Bereich gibt es auch einen Zugang zur Weser. Das erklärt vielleicht auch, vorhin, als wir aufs Gelände gefahren sind, vor uns hatten wir jemanden mit einem Jetski auf dem Anhänger. Der wird sicherlich nicht hier rumfahren, sondern in dem anderen Bereich und dann sicherlich auch auf der Weser entlang. Von diesem Strandzugang gehe ich hier mal ins Wasser mit Blick Richtung des normalen Strandes, weil der Doktorsee steht auch Tagesgästen zur Verfügung, die dort herkommen, um den See als Badesee zu benutzen. Dieser Bereich und dieser Strandbereich, wo wir jetzt sind, der ist für Feriencamper. Das, was wir jetzt sehen, das sind also alles Campingfahrzeuge, die nur für einen gewissen Zeitraum da sind, Wochenende, eine Woche, wie auch immer. Hier nochmal ein Blick auf das griechische Lokal, dort gibt es auch einen kleinen Laden. Hier haben wir nochmal kurz gehabt, meine Tochter hat mich besucht.
Dazu muss man dann leider Eintritt zahlen und auch Parkgebühren, und da gibt es dann diesen Zettel mit. Es ist Sonntag, wir verlassen gegen Mittag den Doktorsee wieder und fahren zurück nach Hause. Es war ein schönes Wochenende, vom Wetter her hat es gepasst, es hat einmal ordentlich geregnet, das war dann aber mehr in der späteren Abendzeit, so dass das nicht unbedingt störend war. Da hatten wir uns sowieso im Wohnmobil aufgehalten und die Beine hochgelegt. Die Schrankenanlage funktioniert natürlich auch für die Autoausfahrt automatisch. Wir kommen in Bad Alsen wieder zur Autobahn. Die Anschlussstelle liegt dann von der Bundesstraße linksseitig. Wir biegen also nach links ab und da queren die Brücke, die vor uns liegt. Das ist die Autobahn. Diese Brücke ist mehrere hundert Meter lang und wie man sieht noch gemauert, also eine stabile Variante. Wir sind nun auf der Autobahn wieder auf der A2 in Richtung Osten. Der Verkehr, obwohl es ein Wochenende ist, war übersichtlich. Wir kommen nach Starnhude rein, vor uns fährt ein Wohnmobil her. Ich gehe mal davon aus, der kennt sich in Starnhude aus, dass er schon öfter auf dem Wohnmobilstellplatz war und dass das ein Wiederholungstäter sozusagen ist. Er fährt also zügig dahin, wo der Wohnmobilstellplatz liegt, nämlich hier gleich am Ortseingang links. Wir sind zu Hause angekommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, dass auch dieser kurze Bericht informativ war, und auf einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Tschüss!